Wir sind heute zu Gast im Rudimax und das hat der Rüdiger komplett alleine gebaut. Kurz nochmal zurück ins YouTube-Studio. Gleich geht's beim Rüdiger und seinem selbstgebauten Kino weiter. Aber die Frage der Woche müssen wir natürlich auch diese Woche wieder machen. Sie kommt von Markus Ellinghaus. Hallo Olaf, wäre eine VNX Black Horizon auch für ein dunkles Kellerkino sinnvoll, um sich dort das Thema mit der Maskierung zu sparen? Empfiehlt sich dann die normale Black Horizon oder die Bright TV eher? Vielen Dank. Ja, Markus, Thema Hochkontrastleinwände im dedizierten Kino ist definitiv ein Thema, das müssen wir tiefer beleuchten. Ich möchte demnächst mal ein Video darüber machen und wir werden es mal uns wirklich im Vergleich angucken. Jetzt kann ich aber schon sagen, ja, das kann durchaus sinnvoll sein. Allerdings hat man ein wirklich 100% optimiertes Kino mit absolutem Restlicht gegen Null, würde ich tatsächlich immer zu einer weißen tendieren. Und auch bei einer Hochkontrastleinwand, es wird nicht das gleiche sein wie eine Maskierung. Also eine Maskierung ist eine Maskierung und die nimmt komplett alles Licht vorne weg. Es gibt aber Anwendungsfälle, wo das sinnvoll ist. Zum Beispiel habe ich einen sehr guten Kunden, der ist Kameramann in Hollywood tatsächlich und lebt ab und zu in Deutschland. Und der hat mir erzählt, dass zum Beispiel in Amerika die Leute das lieben, Hochkontrastleinwände. Und der hat von uns auch eine Hochkontrastleinwand bekommen, ich glaube 4 Meter groß, für sein dediziertes Kino. Also unmöglich ist es nicht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ist der Raum total schwarz oder habt ihr den nicht 100% schwarz? Weil oft sind es ja Multifunktionsräume, die dann doch irgendwo noch Reflexionen haben. Und dann kann es sicherlich sinnvoll sein. Schauen wir uns aber mal irgendwann in einem Video an, wo ich das versuche live zu testen. Zweiter Teil der Frage, empfiehlt sich dann die normale Black Horizon oder die Bright TV eher? Ja, leicht gesagt, weil die normale Black Horizon, die Original, gibt es nicht mehr. Das Tuch wird leider nicht mehr hergestellt. Es war natürlich dunkler und hatte einen Gain unter 1. Anders als die Bright TV, dafür neigt sie nicht so ganz so stark zum Hotspot. Muss man im Einzelfall sehen. Also grundsätzlich Black Horizon Original gibt es nicht mehr. Bright TV ist ein super Tuch. Wie das im Dunkelkino funktioniert, schauen wir uns demnächst an. Und jetzt schnell wieder zurück zum Rüdiger. Hallo liebe Heimkino-Freunde bei Kino im Wohnzimmer. Ich bin der Olaf und heute bin ich zu Gast beim Rüdiger. Hallo. Hallo. Wir wollen heute mal durch sein Kino schlendern. Er hat nämlich hier so ziemlich alles selbst gebaut. Ein bisschen Unterstützung von uns, ein Haufen Technik von uns und ansonsten, die Umsetzung war komplett in seiner Hand. Und wir schauen uns heute mal an, was daraus geworden ist. Ja, wie gesagt, der Rüdiger hat uns eingeladen, sein Selbstbaukino, was tatsächlich noch nicht komplett fertig ist. Aber wir sollen uns das jetzt schon mal anschauen. Und wie es dazu kam, wie er überhaupt zu uns gekommen ist, das wird er uns jetzt mal versuchen, selbst zu erzählen. Ja, vielen Dank, Olaf. Also ich hatte zuerst ein normales, in Anführungsstrichen, Heimkino im Wohnzimmer, oben im Erdgeschoss, mit einem Beamerlift, mit einer ausfahrbaren Leinwand, und das war natürlich ein Kompromiss. Und da habe ich mir natürlich überlegt, wie kannst du dir ein richtiges Heimkino bauen, wo ich alles dunkel habe, möglichst beste Kontrastwerte und alles. Und dann ist irgendwann vor Monaten mein Sohn ausgezogen und hat hier unten im Keller... Okay, das habe ich schon oft gehört. Die Leute warten immer, dass die Kinder endlich mal ausziehen, dass ich ein Heimkino einbauen könnte. So war es bei uns tatsächlich auch. Und dann haben wir aus zwei Räumen haben wir dann einen Raum gemacht. Oder beziehungsweise ich habe eine Wand rausgenommen. Das heißt, hier stand irgendwo eine Wand mitten im Raum? Genau, genau. Hier eigentlich einen Meter, bevor wir sitzen, eine richtig massive 24 cm dicke Steinwand. Okay, eine tragende Wand sozusagen. Es war keine tragende Wand. Ich habe einen befreundeten Statiker extra gefragt, habe dem die Pläne geschickt. Und siehst du, da müsst ihr darauf achten. Keine tragenden Wände rausnehmen in euren Heimkinos. Genau, genau. Also da wäre mir also auch meine Frau aufs Dach gestiegen, also wenn ich da irgendwas gemacht hätte, ohne einen Fachmann zu fragen. Ja. Und deswegen habe ich dann die Wand rausgenommen und habe dann aus zwei Räumen quasi einen Raum gemacht. Und gleich kurze Frage dazwischen. Raumgröße. Jetzt, was ist daraus geworden nach der Wand raus? Genau, nachdem beide Räume leer waren, habe ich insgesamt über 6,40 Meter in der Länge gehabt und in der Breite 3,40 Meter ungefähr. 3,40 Meter, ja, okay. Genau. Und von der Deckenhöhe sind wir bei 2,03 Meter. Also alles klar, das ist der Kompromiss im Heimkino, ja. Im Kellerkino. Das haben wir sehr, sehr oft. Und da werde ich auch oft zu gefragt, geht denn das überhaupt? Mein Raum ist nicht hoch genug. Ja, und wir können tatsächlich sagen, ja, also wir haben eben schon mal Probe gehört, es ist super, keine Frage. Also Raumhöhe braucht ihr nicht so, ja, es wäre schön, wenn der Raum 3 Meter hoch wäre, klar.
es wirkt dann irgendwo noch räumlicher, aber macht euch da keine Sorgen, das funktioniert wunderbar in so einem 2-Meter-Raum. Ja, definitiv. Ja. Gut, Entschuldigung, ich fahre dir immer ins Wort, aber... Nee, also mehr hatte ich eigentlich gar nicht, wie gesagt. Doch, du wolltest uns mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Du hast angefangen oben mit deinem Wohnzimmerkino. Genau. Dann ist das Zimmer frei geworden, dann hast du angefangen, hier die Wände rauszureißen. Genau, die eine Wand rauszureißen, hab dann eine Baffle-Wall oder hab Pläne gemacht, wie ich denn das am besten gestalte mit Kabelmanagement, wo ich die Kabel langführe, wo überall Strom sein muss und so weiter und so weiter. Und hab dann... Danach bin ich dann zu euch gekommen und habe dann eingekauft quasi. Habe okay. vorher schön gespart, meine Überstunden mir auszahlen lassen und habe dann anhand der Maße von den Lautsprechern, die ich mir dann ja auch erst ausgesucht hatte, habe dann entsprechend die Baffle Wall gebaut, die Seiten verkleidet und hinten mir auch einen Technikraum gebaut. Genau, da gehen wir gleich nochmal rein, da zeigen wir nochmal, wie es da hinten aussieht. Also es ist etwas abgetrennt. Von dem 6,40 Meter, hast du gesagt? Ja, ja, genau. Etwas abgetrennt hinten für den Technikraum. Finde ich auch sehr gut, die Technik auszulagern, weil du hast diese Störgeräusche vom Beamer so gut wie gar nicht mehr. Der Beamer ist im Nachbarraum und die ganze Wärme, der ganze Technik, er hat auch noch Lüfter da verbaut, weil da die Geräte doch warm werden. Das haben wir alles aus dem Raum entfernt sozusagen. Und damit ist das Kino ein komplett cleaner Raum. Ja. Finde ich total cool. Kurz noch zur Leinwandgröße. Du sagtest, du hast 3,40 Meter, hast du eine Raumbreite? Ja, es ist aber tatsächlich nur eine 2,66 Meter Leinwand geworden. Hm. Nachdem ich bei euch war und du mir gesagt hattest, dass rechts und links neben dem Tuch auch noch ein Rahmen vorhanden ist, habe ich dann gemerkt, eine 3 Meter breite Leinwand wäre dann tatsächlich dann doch zu eng geworden und ich hätte die ganzen anderen Sachen da nicht verbauen können. Und trotzdem ist es eine akustisch transparente Leinwand und die Lautsprecher und sowohl die Subwoofer stehen dahinter. Genau. Genau, das war mir wichtig. Also wir haben hier ein 7.2.4 System, also vorne drei die gleichen Lautsprecher vom Monitor Audio. Ja, da kommen wir gleich zu, genau, weil da weiß ich nämlich, da hat mir nämlich der Stefan hat dich beraten, ne, beim Audio Sehr gut. Du kamst eigentlich mit dem Wunsch, Stahli hier einzubauen. Richtig? Genau, ja genau, das war mein eigentlicher Wunsch, weil man so viel gehört und gelesen hat und Stefan hat meine Pläne vorab bekommen, bevor ich zu euch in den Laden gekommen bin und hat sich dann schon mal vorher Gedanken gemacht und hat mir natürlich auch die DALI vorgespielt und im direkten Vergleich aber auch dann die vom Monitor Audio. Ja. Und da muss ich dann sagen, tatsächlich... war das besser. Ja, definitiv. Also. Ja. Am Ende zählt der persönliche Geschmack, das muss dann einfach gefallen. Und deswegen machen wir auch diesen Vergleich. Finde ich gut. Erzähl mal, welche Monitor Audio jetzt hier drin stehen. Die Bronze-Serie, die 200er. Also du hast Standlautsprecher hinter der Leinwand. Genau, okay. Drei Stück. Und die beiden Subwoofer, die auch hinter der Leinwand verbaut sind, ist aus der Silber-Serie. Die W12. W12, ja, cooler Lautsprecher. Cooler Subwoofer, der hat halt ein Einmesssystem, der hilft dir sofort bei Raumproblemen. Man muss jetzt nicht noch extra mit Anti-Modes oder Mini-DSP oder sowas arbeiten. Das können die Subwoofer tatsächlich von Natur aus hier raus. An der Decke hast du vier Lautsprecher? Genau. Auch von Monitor Audio, die CS-Serie. 180. Die, die großen Einbaulautsprecher, die nehmen wir sehr oft. Ist Preis-Leistung einfach super, die Dinger. Und hinten hast du gesehen, da hast du was Besonderes. Da haben wir Monitor Audio Soundframe In-Wall. Richtig? Die Nummer 3. Genau. Das ist schon, die kennt kaum jemand, diese Lautsprecher. Die werden auch tatsächlich total unterschätzt. Ich finde die sehr schön. Okay, sie glänzen jetzt. Das ist jetzt vielleicht so ein Heimkino, ist nicht perfekt. Allerdings, dass sie hinten sind, man sieht es ja nicht. Sie stören nicht im Bild. Eigentlich war der Plan, dass ich auch die Surrounds hinter Akustikstoff verstecke. Aber die haben mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe... Sie sehen im Prinzip aus wie so ein Bilderrahmen. Ja, genau. Tatsächlich also deswegen, kann man Soundframes sogar bedrucken lassen. Und da kann man sogar ein Bild draufdrucken lassen. Ja, das ist leider nicht ganz billig. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen so teuer, aber wer das mag und im Wohnzimmer und auf seinen Lautsprecher ein Bild draufdrucken lassen kann, möchte, ja, das ist Soundframe. Ja. Einfach, dafür sind die gut. Und die gibt es in drei verschiedenen Größen, als On-Wall, als In-Wall. Ein super toller Lautsprecher. Da kann ich schon mal ein kleines Geheimnis verraten. Ich plane gerade ein Kino und da möchte ich euch gerne mitnehmen bei dem kompletten Bau. Von der Planung zum ersten Handgriff bis zur Fertigstellung. Das wird mehrere Monate tatsächlich sogar dauern. Und in diesem Kino ist aktuell jedenfalls geplant, komplett Soundframes einzubauen. Und davon 11 Stück. Das komplette Kino soll mit Soundframes funktionieren. Ich halte mich von diesem Lautsprecher sehr, sehr viel und ich bin überzeugt davon, das wird sehr, sehr toll. Bin abgewichen, aber nur zum Thema Soundframe, weil die halte ich wirklich für einen sehr, sehr guten Lautsprecher.
Okay, also Audio. Wissen wir haben jetzt komplett hier Monitor Audio drin. Genau. Du spielst mit was zu? Was hast du für einen Verstärker? Hauptsächlich den Apple TV 4K. Als Quelle? Als Quelle, genau. Ich glaube, aber Nvidia Shield ist jetzt neu eingezogen. Genau, das ist genau die Nvidia Shield. Da greife ich auf den Home-Server mit zu. Ich habe also viele Filme dann auf dem Home-Server. Mhm. Und, aber ja, klassisch Blu-ray Player, du hast eine PlayStation? Nee, ich habe eine Xbox Series X. Genau. Und über die spiele ich dann wirklich, wenn ich Scheiben habe. Okay, und Verstärker machst du mit was? Den D9 6700. 6700 ist ja auch schon ein fettes Teil. Passt meiner Ansicht nach sehr gut zu dieser Lautsprechergröße. Ich denke, das ist eine gute Wahl. Aber der wird warm, oder? Der wird warm und das habe ich auch gemerkt. Und dann hatte ich tatsächlich, ist er auch mal zu warm geworden. Und dann habe ich mir entsprechend Lüfter hinten im Technikraum installiert. Große PC-Lüfter, die auch automatisch angehen, sobald der Verstärker und auch der Beamer angehen. Ja. Damit ich da keine Hitzeprobleme habe. Ja, das muss man tatsächlich beachten, weil D9 wird tatsächlich deutlich wärmer als zum Beispiel ein Yamaha. Im Extra-Raum so gar kein Problem, dann macht man es halt mit einem Lüfter. Aber das ist zu beachten, also ein D9 in so einem Schrank gesperrt, der kann im schlimmsten Fall auch mal jetzt zertutschen. Darauf habe ich leider keine Antwort. Oh. Ha, da haben wir sie. Ich hab ihren Namen nicht benutzt. Aber was sagt uns das? Immer ausschalten. Ja, aber sagt uns noch was. Ja, du kannst das komplette Kino... Genau, Sprachsteuern. Sprachsteuern, genau. Stimmt. Alexa, Film ab. Viel Spaß mit dem Film. Soweit möglich, genau. Also ich habe hier die ganze Lichttechnik, die LED-Technik, da habe ich mich auch ein bisschen von euren Videos tatsächlich inspirieren lassen und auch entsprechende Netzteile geholt und auch die 24-Volt LEDs verbaut und konnte das entsprechend berechnen. Und das läuft über Philips Hue. Alles also Philips Hue? Sind keine Philips Hue, sondern nach dem Zigbee-Standard. Genau, also du steuerst das mit Philips Hue als Steuerzentrale sozusagen. Genau. Alexa spricht Philips Hue an. Richtig, genau. Philips Hue sagt, was jetzt passieren soll, dass du deine Szenen nicht speichert, aber die LEDs selber sind gar nicht Philips Hue. Nein. Genau. Also da habe ich dann tatsächlich so machen wir das auch oft. Günstigere Varianten gewählt. Und bessere teilweise da sogar. Ja, flexibler. Genau. Und da kannst du auch mit 24-Volt-Technik arbeiten und sowas. Genau. Wenn ihr da Interesse habt, guckt mal in dieses Video. Da habe ich mal so ein bisschen was zur LED-Technik erklärt. Und ich denke, das meinst du wahrscheinlich auch. Und da hast du das auch gesehen. Genau. Ja, genau, richtig. Genau. Aber erstmal super cool, wa? Du kannst hier richtig schöne Stimmungslicht machen. Steuerung fehlt noch. Die könnten wir hier vielleicht nochmal mit aufnehmen. Du meinst die hier? Korrekt. Ah, alles klar. Vielen Dank, Stefan. Stefan ist heute mal hinter der Kamera. Ich muss mal nicht selbst Kamera und Schauspieler und alles gleichzeitig und Regisseur machen. Stefan unterstützt mich heute. Klar, Logitech gesteuert. Eine der letzten, wobei tatsächlich ist das eine der vorletzten sogar. Ja. Das ist ja noch die Ultimate. Genau, die Ultimate. Dann kam ja die Elite und dann kam erstmal gar nichts mehr. Jetzt sind wir in so einem Logitech-Loch. Aber da tut sich was. Vielleicht passiert da bald wieder was. Aber Logitech ist super, oder? Super einfach für so ein Kino. Du hast halt im Dunkeln deinen Lautstärkenregler. Du musst jetzt nicht Alexa fragen, ob sie laut und leise machen soll. Ich würde es immer weiterhin empfehlen, wenn es die geben würde. Ja. So macht Empfehlen keinen Sinn aktuell. Ich habe die auch extra vom alten Kino im Wohnzimmer sozusagen auch mit runtergenommen. War gar nicht geplant eigentlich. Also, aber das funktioniert am besten. Ich habe dann auch entsprechenden Infrarot-Sensor hier vorne eingebaut, dass die Geräte, die hinten im Technikraum stehen, denn hier vorne auch entsprechend bedient werden können. Dann lass uns noch kurz was über Kino erzählen. Also Maße hatten wir schon gesagt, Leinwandgröße haben wir gesagt, Sitzabstand wollen die Leute mal noch mal wissen. Ja, ungefähr 1:1 würde ich sagen, Habe ich versucht. Ich bin jemand, der auch gerne sogar noch näher rangeht. Also für mich kann ein Bild gar nicht groß genug sein. Also ich könnte tatsächlich noch näher rangehen, aber ich habe jetzt auf 1:1 das gemacht. Also okay, von der Auflösung her können wir das ja heutzutage. Ja. Du hast einen Beamer drin, den haben wir noch nicht erwähnt. Den Sony VW270. Ja, und in so einem dunklen Raum. Mit jetzt nicht so der riesigsten Leinwand der Welt. 2,66 Meter ist der Sony super. Eine 4 Meter Leinwand würde ich mit ihm jetzt nicht mehr befeuern. Mhm. Aber das funktioniert wunderbar noch. Wa? Haben wir von einer Probe gehört. Also ihr hört und ihr schaut. Es ist wirklich super. Ich habe gesehen, du hast sogar noch so ein bisschen an der Leinwand rumexperimentiert und bist dabei, dir eine Maskierung zu bauen. Die ist noch nicht so 100% funktioniert. Sie ist noch im Bau. Sie ist noch im Bau, ja, richtig. Also so viel zum Thema Planung und tatsächliche Umsetzung. Also ich habe vieles, was ich geplant habe, habe ich
ja, in geänderter Form umgesetzt oder teilweise noch gar nicht umgesetzt. Also so auch die Leinwandmaskierung, die ich halt elektrisch haben möchte. Ja. Aber da habe ich mit der Feinjustierung noch ein paar Probleme. Und da muss ich noch ein bisschen Zeit investieren, bis ich das denn tatsächlich auch so fertig habe. Planung ist natürlich verdammt wichtig, schon mal, dass alle Kabel an der richtigen Stelle liegen und so, die man später nicht... Aber so ein Heimkino ist eigentlich nie fertig, oder? Also gerade wenn man selber Bastler ist und daran rumbaut, das Bauen an sich macht ja auch Spaß. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also das gehört ja zu dem Hobby dazu, ist ja nicht nur das Filme schauen. Und ich habe heute von euch auch ein paar Tipps bekommen, die ich mit Sicherheit auch noch in Zukunft umsetzen werde. Ja. Also, ja. Du maskierst oben und unten, so finde ich das persönlich auch am besten. Auch da gibt es ja verschiedenste Meinungen zu, wo man maskiert. Ich finde es super, oben und unten. Ja. Aber wir haben gesehen, der Bock noch ein bisschen, sage ich es mal so. Und ich denke, ähnlich verhält es sich mit der Raumakustik. Du hast schon einiges gemacht. Aber hast du noch ein paar Sachen vor? Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich habe hier Wandelemente gemacht. Also diese Wandelemente müssen auch alle abnehmbar sein. Also weil dahinter ist der Öltank, da muss der TÜV auch immer noch mal ran, alle Jahre. Öl wird verdammt teuer gerade, wa? Ja, das habe ich auch gemerkt. Ölheizung, nicht nur Öl, auch Holz ist verdammt teuer geworden, habe ich gemerkt. Weil das sind alles Holzständerwerke, die ich hier verbaut habe. Aber da kannst du ja froh sein, dass du dein Kino schon fertig hast. Bei den ich habe gehört, 70% Ölsteigerung. Ja. Da könntest du gar kein Heimkino mehr leisten jetzt. Ja. Gefühlt, ja. Also, aber deswegen habe ich alles Elemente genommen, die auch abnehmbar sind und die werde ich dann nach und nach auch noch mit Akustik, wahrscheinlich Basotec, genau, so, das schwebte mir auch vor, um die Erstreflexion dann auch ein bisschen rauszunehmen. Genau, da kann man noch ein bisschen was machen, auch noch mit Feintuning, mit Einmessung wahrscheinlich danach noch ein bisschen noch mehr sich reinarbeiten in die Sache. Dann werde ich vielleicht Stefan nochmal belästigen, dass der mit seinem Equipment nochmal zu mir kommt das, und die Endmessung macht, genau. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal so von der Technik alles erzählt. Zum Namen Rudimax, ich glaube, das erklärt sich selbst, weil er heißt Rüdiger. Rudimax ist jetzt nicht so weit hergeholt. Wer unsere Videos kennt, dem wird aufgefallen sein, vor so guten halben Dreivierteljahr waren wir schon mal in einem Rudimax. Das schrieb sich allerdings nur mit einem X. Ihr könnt gerne das Video nochmal reingucken. Ich schreibe es unten in die Videobeschreibung. Das hieß tatsächlich auch Rudimax. Da haben den Kinoteil tatsächlich wir gebaut. Anders als hier, wo der Rüdiger hier fast alles selbst gebaut hat. Guckt da auch mal rein. Ist auch ein ganz lustiges Kino geworden. Also mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Heißt zufällig auch Rudimax. Totaler Zufall. Okay, das Kino hat aber noch so ein paar Eigenheiten. Oder ein paar Besonderheiten, nenne ich es mal. Die kannst du uns jetzt mal zeigen. Was ist das? Genau, das ist dieses Mittelteil. Also ich wollte halt irgendwie... Also Cupholder hier, wo meine Tasse... Genau, Becherhalter. Ich hatte halt mir überlegt, wohin mit dem Zubehör? Also Fernbedienung, die ich nicht brauche, Joysticks, Controller, eine Tastatur und diese ganzen Sachen, die man nicht braucht. Auch Decken, meine Frau deckt sich auch gerne mal zu, also während des Films. Ja. Und da habe ich halt hier Schublade eingebaut, Steckdose, damit man auch Strom hat, auch mit USB, dass man also seine Handys vielleicht aufladen kann, wenn es erforderlich ist. Und hier habe ich halt entsprechend... noch eine Riesenkiste. Eine Riesenkiste, genau, also wo auch ein Lenkrad drin ist, ein paar Spiele und also ein bisschen Zubehör. Ja, und, das ist schon mal wichtig, das ist praktisch. Genau. Aber was ist cool, das ist da hinten in der Ecke. Das muss uns auch noch zeigen. Genau. Einen Süßigkeitenschrank mit einem Kühlschrank. Ja, das genau, ist ganz mit wichtig. Einer Minibar, mit diversen Getränken, das war mir auch irgendwie wichtig. Das und gehört irgendwie dazu. Wenn man ehrlich ist, es ist völlig unnötig. Man könnte natürlich auch nach oben gehen und sich einfach was holen. Aber es ist viel cooler, wenn man das im eigenen Kino einfach hinten in den Schrank greifen kann, definitiv, oder? Ja. Also, und wie gesagt, ich muss auch mal wieder nachkaufen. Also da sind auch schon einige Sachen ziemlich leer. Genau. Und Bei mir würde ich ein Schloss dran machen, dass ich da nicht rankomme. Oder nur ein Zeitschloss. Nur einmal im Jahr darf ich da ran. Genau. Also, das kann man auch machen im Heimkino, klar. Ja, ein bisschen Deko. Deko ist halt cool im Heimkino, finde ich, gehört dazu. Ja. Überall hängen kleine Bilder mit Filmplakaten. Wir haben hier ein paar Figuren zu stehen. Und die coole Beleuchtung nicht zu vergessen, wa? Ja, also rundum würde ich sagen, einfach ein super cooles, gemütliches, wenn auch nicht sehr großes, aber extrem angenehmes Kino. Also, man fühlt sich hier sofort wohl hier drin. Ja. Klar, es ist für zwei Personen gebaut. Genau, ich hatte auch überlegt, vielleicht drei Personen, aber... Wer ist die dritte? Ja, wenn du mit deiner Frau hier sitzt, die dritte Person sein? Die Kinder sind ausgezogen, deswegen haben wir uns für zwei Sitze entschieden, also bewusst auch für zwei Sitze entschieden. Ja, rein theoretisch hätte der Platz sogar gereicht für eine zweite Sitzreihe. Ja, aber wenn man eh nicht vorhat, Gäste einzuladen
und die Nachbarn rüberholen muss, weil man sich sonst stört, wenn man zu laut ist. Selbst wenn das mal der Fall wäre, dann würde ich auf dem Boden sitzen. Also das wäre dann für ein, zwei... Oder man stellt einen Sitzsack hin oder irgendwas. Ja, deswegen, also das wäre überhaupt gar kein Problem. Es ist einfach nur für zwei Leute konzipiert, dieses Kino. Und ich vermute mal, du hast es auch so eingemessen, dass ihr beide was von habt. Genau. Also ihr habt den Kompromiss gemacht. Genau. Genau, da hatte Stefan uns wirklich verschiedene Varianten eingemessen, auch also auf meinen Sitzplatz optimiert oder auch für beide Sitzplätze optimiert. Und wir haben jetzt letztendlich uns für die mittlere Lösung entschieden, also für beide Sitze optimiert. Was ich auch immer sage, so ein Heimkino ist und bleibt ein Kompromiss. Ja. Und das ist zum Beispiel einer dieser Kompromisse, den man gehen muss, sonst würde hier nämlich nur ein Stuhl stehen. Ich kenne so eine Kinos tatsächlich, wo nur ein Stuhl steht. Die Leute tun mir tatsächlich total leid. Ja, das ist sehr einsam. Weil es ja doch irgendwie schöner... Also ich gucke auch gerne mal einen Film alleine, davon mal abgesehen. Das ist, aber ab und zu müsste man noch mal jemanden bei sich haben, wa? Definitiv. Und in so einem Heimkino, muss man ehrlich sein, da macht man ja mehr als nur einen Film schauen. Man schaut Serien zusammen. Man spielt natürlich auch gerne mal, wa? Socken ist natürlich im Heimkino immer super auf so einer großen Leinwand. Aber man kann selbst Urlaubsvideos sich angucken, man kann sich Urlaubsfotos angucken. Es gibt so viele Möglichkeiten für so ein Heimkino. Und das macht man dann nicht alleine. Nee, definitiv nicht. Ja, ich glaube, wir sind durch. Ich fand es erstmal super, dass du uns eingeladen hast. Und ich fand auch super, dass mal einer mit vor der Kamera gekommen ist. Die meisten trauen sich immer nicht, wo ich hinfahre. Sie sagen immer, ich muss es alleine machen. Dann stehe ich wieder alleine vor der Kamera. Aber diesmal hatten wir jemanden, der einfach sich getraut hat, mit vor die Kamera zu gehen. Ja, ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun. Du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten, wie es bei dir weitergeht. Und wenn es mal ein größeres Upgrade gibt, dann lädst du uns bestimmt wieder ein. Dann gerne. Kommen wir auch bestimmt mal rum. Sehr gerne, ja. Das war's schon. Ja, mehr gibt's nicht zu erzählen. Jetzt genießen wir hier noch ein bisschen kurz das Heimkino. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Und allen, die durchgehalten haben bis jetzt, sage ich auch nochmal Dankeschön dafür. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.